Und glücklicherweise bin ich auf dem Weg, den ich vorhin. Wow, 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 wow. Voll außer Kontrolle. Ja. Wow. Hat er da gerade Acadian Hotel oder sowas? Sah so aus der Schriftzug, aber das habe ich nicht gelesen. Müsste ich nochmal in der Aufnahme dann gucken, falls die nicht dann schon wieder total übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Gut, jetzt habe ich noch ein Viertel der Zeit. Komm, steig ein und ich mache in der Zwischenzeit die Karte. Hatten gesagt, hierhin geht's. Dann fahren wir doch auch mal dahin. Und hoffentlich bleibe ich dann nicht irgendwo noch mal hängen oder so. Weil dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Man könnte sogar mal gemütlich da reingehen und nicht reinsprinten. Weg zur letzten Tankstelle. Vor uns fährt ein Korb lang, was mich... Verfolgung von Rasa aufgenommen. Ist gut, ist gut. Uns ist einer reingerasselt. Ich kassiere ihn. Nein, tust du nicht, du Bekloppter. Nein, nein. Danke fürs Anschieben. Komm, beschleunige doch noch mal ein bisschen. Bin ich schon in der Hälfte der Brücke, da soll ich eigentlich schneller fahren. Und ich hänge sie ab, das ist doch schon mal cool. So mehr oder weniger abhängen. Verflucht, das wird noch ziemlich knapp. Denke ich mir mal. Aber die müssen irgendwo hängen bleiben, verdammt. Sonst entkomme ich denen nicht und dann habe ich ein Problem. Immer noch gesucht, das ist dämlich. Hey Kumpel, voll machen! Ah, schüttel die Cops ab, das ist natürlich genial. Die Cops abzuschütteln. Komm, jetzt muss das nur noch schnell genug sinken und. Dann besteche ich die eben, verflucht. Hey, ich hab's eine Geschichte vergessen. Okay, und jetzt Abflug, bevor ich mir anders überlege. So, komm jetzt. Aufstehen und... Ah, meine ganze Kohle verhauen. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Es ist nach Mitternacht. Ach, schätze, das war's. Ich will besser zurück zu Joe. Habe ich die jetzt noch rechtzeitig verkauft, oder nicht? Ach, ging um die... ging um die Zeit... um die Marken, die ich verkauft habe. Aber das ist ja... Ich hab's ja noch pünktlich verkauft gekriegt. Das war ja... Irgendwie... Naja, gut. Dann geht's jetzt erstmal zu... Joe. Und, dann... biegen wir mal ab. Speedway mit einem Wagen, der ein wenig kaputt ist und naja, was weiß ich. Ist egal, solange ich jetzt nicht nochmal in irgendwen reinrassel,
was ich gerade vorhatte. Irgendwie. Wow. Oh, das wird langsam schnell. Wow, 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 wow. Oh, ho, ho, ho. Das war mal schön schnell. Ich glaube, ich habe meinen Geschwindigkeitsrekord kaputt. Wow, 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 wow. Irgendwie eiert hier ganz schön was rum. So, ho, ho. Sehr schön. Wow. Ach, verdammt. Gut, dann... Ah, verdammt, ich hab... Da war... da sind Funken geflogen. Da stimmt was nicht. Hallo? Da dürfen keine Funken oder sonst was fliegen. Mal sehen, ob ich das nochmal hinkriege. Dreck. Ist nur Dreck. So, dann gucke ich doch mal. Huh. Höchstgeschwindigkeit 151 km/h. Holla die Waldfee. Das ist ja mal Zustand. Mittelmäßig beschädigt. Okay. Ah ne, wie komme ich denn jetzt raus? Ah. Backspace-Taste. Oder löschen oder zurück oder wie auch immer man es nennen will. Jo, dann laufen wir nochmal zu Joni Wohnung. Der wohnt ja nur eins oben drüber. Hm. Und Tür auf. Und ja. Sieht nach. Kann man nicht fängt eigentlich. Ich konnte doch mal die. Ach, Ventilator einstellen. ich nehme mal an, ich sollte mich jetzt schlafen legen, um die Mission abzuschließen. Und gut, jetzt kommt Kapitel 4. Murphys Gesetz. Das hatten wir ja gerade eben schon gesehen. Little Italy, 11. Februar 1945. Ja, das Intro. Sekunde, das überspringe ich, weil ich das gucken wir uns das nächste Mal nochmal an. Jetzt stehe ich gerade nur hier blöd rum, weil ich jetzt noch einen Termin habe und weg muss. Deswegen verabschiede ich mich für heute und mit einem wunderschönen, mit einer wunderschönen aufgeräumten Küche im Hintergrund und einem Esstisch, der blitzsauber ist und so weiter. Und ja, viel Spaß bei anderen Videos und bis zum nächsten Mal.